doch einige Menschen vorbeigekommen sind, obwohl heute in manchen Teilen des Landes Feiertag ist. Aber wir haben dementsprechend auch genau diesen Tag genommen, damit wir auch eventuell einige Leute von der anderen Rheinseite ansprechen können und mit unseren Themen ganz einfach vielleicht auch ein bisschen beeinflussen können, nennen wir es mal so. Okay, ich möchte als erstes kurz, muss ich machen, unsere Veranstaltungsvorgaben verlautbaren, das heißt vorlesen, wie wir uns hier zu verhalten. Die Bürgerinitiative David möchte heute Bürger über den aktuellen Projektstand der geplanten Schwerlaststraße durch die Vorderpfalz informieren. Hierfür hatten wir diverse Redner eingeladen, die ihre Meinung im Hinblick auf unser Motto kommen uns Deutsche Bahn Großprojekte, können wir uns die wirklich leisten, ihre Meinung dazu zu erläutern. Wir haben es geschafft, dafür Vertreter des Bundes, des Landtages und den Bürgermeister der Gemeinde Limburger Hof und noch, da freuen wir uns besonders drauf, auf die Fraktionsvertreter des Speyerer Stadtrats sollten wir gespannt sein, da dieses Thema ja auch als Resolution in den Stadtrat eingebracht wird und darüber abgestimmt wird, sodass die Stadt Speyer in einem gemeinsamen Dekret sagt, wie sie dieses Thema sieht. So, wir bitten, auf etwaige Unmutsäußerungen zu verzichten und auch wenn jemand Trillerpfeifen dabei hat, bitte nur zwischen den Redebeiträgen, nicht während den Redebeitragen. So, und dann geht's auch schon los. Wir fangen an. Unser Sprecher Volker Ziesling, der auch in Vertretung des zweiten Sprechers, Tilman Otto, der sich im Urlaub befindet, einfach die Einführungsrede halten wird und danach gehen wir in der Reihenfolge Bundestag, Landtag, Bürgermeister und am Schluss die Stadträte in die weitere Versammlung rein. Wir schätzen, dass wir ungefähr anderthalb Stunden brauchen. Ich wünsche sehr viel Information. Volker Ziesling, das Wort. Hallo, hört ihr mich? Ja. Ja, hallo. Herzlich willkommen alle, die hier sich getroffen haben, um die Frage zu beantworten und die Frage zu stellen, können wir uns die Deutsche Bahn Großprojekte, so wie sie sich momentan darstellen, wirklich leisten? Ich möchte anfangen mit dem, vielleicht einen kleinen Spaß. Deutsche Bahn ist, wenn man um 12 Uhr das Haus verlässt und trotzdem noch den Zug um 11.47 Uhr bekommt. Ich weiß, Witze über die Deutsche Bahn zu machen, ist ein schwieriges Unterfangen. Man weiß nämlich nie, ob und wann sie überhaupt ankommen. Aber jetzt Spaß beiseite. Was geschieht, wenn ehemalige staatliche Unternehmen wie die Deutsche Bahn privatisiert werden und dann der Logik des Kapitals folgen? Man zerlegt ein Unternehmen in Geschäftsfelder, Teilkonzerne und Beteiligungen wie DB Regio, DB Cargo, DB Schenker, DB Netz AG und viele weitere Teilunternehmen. Werden durch solche Maßnahmen die Fahrpläne pünktlicher, die Bahnhöfe sicherer, die Streckenangebote ausgebaut, die Attraktivität des Unternehmens gestärkt, die Kundenzufriedenheit erhöht oder die Dienstleistungen gar günstiger? Die Antwort erübrigt sich leider. Trotzdem einige Fakten noch. Mehr als 5.400 Kilometer hat die Deutsche Bahn seit der Bahnreform vor 25 Jahren stillgelegt. Damit wurden rund 16% des gesamten Netzes aufgegeben. Die Stilllegung betreffen vor allem ländliche Regionen. Fast jeder dritte Reisende kam in
2023 verspätet ans Ziel, wobei in dieser Statistik nur Verspätungen von mindestens 15 Minuten eingerechnet sind. Das Jahresergebnis, das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Bahn im Jahr 2022 betrug minus 227 Millionen Euro. Es war immerhin eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, das ein Minus von über 900 Millionen Euro einbrachte. Getrieben wurde die verbesserte Ertragslage von einer Logistiktochter, nämlich DB Schenker, die ihren Gewinn auf 1,8 Milliarden Euro steigern konnten. Jetzt hat die deutsche Bundesregierung beschlossen, einen Verkauf von DB Schenker ab 2024 zu prüfen und das Tafelsilber, das dringend benötigt wird, zu verkaufen. Der Erlös soll vollständig für den Ausbau der Infrastruktur in Deutschland verwendet werden. Wenn das schon sein muss, dann bitte nicht in sündhaft teure Prestigeprojekte. Trotz katastrophaler Betriebsergebnisse und miesem Service soll das Einstiegsgehalt für neue Mitglieder des Vorstands in der ersten Amtsperiode steigen. Von aktuell 1,15 Millionen Einstiegsgehalt auf 1,4 Millionen jährlich. Ein Sprung von 22%. Die Gewerkschaftsvertreter, die heute da sind, die würden sich über solche Sprünge freuen. Für Bonuszahlungen spielen künftig bei der Bahn Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit keine Rolle mehr. Der Konzern hat nun über 30 Milliarden Euro Schulden, zuletzt 5 Millionen Euro hinzu. Bahn ist einem Fass ohne Boden. Der Präsident des Bundesrechnungshofs Scheller bringt die Krise der Bahn so auf den Punkt. Die Krise der DB AG wird chronisch, der Konzern wir üben noch, vielleicht geht es jetzt besser. Die Krise der Bahn wird chronisch, der Konzern entwickelt sich zu einem Sanierungsfall, der das gesamte System Eisenbahn gefährdet, und das wollen wir alle so nicht haben. Anstatt in teure Prestigeprojekte zu investieren, muss die Bahn wieder verstärkt auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, nämlich Menschen in Deutschland günstig und verlässlich von A nach B zu transportieren, konzentrieren. Stattdessen setzt sie auf prestigeträchtige Neubauprojekte wie Stuttgart 21, die Verlegung des Bahnhofs Hamburg-Altona oder eben diese unmenschliche Variante einer Schwerlasttrasse durch die Vorderpfalz. Unmenschlich deshalb, weil diese Variante kaum Mindestabstände zu Wohnbebauungen einhält, Naherholungsgebiete zerschneidet, die Vorderpfalz weiter verlärmt und die Lebensgrundlagen der Menschen hier vernichtet. Wir sagen deshalb Nein zu dieser unmenschlichen Schwerlasttrasse. Statt Demut wegen ihres Versagens zu zeigen, werden die arroganten Bahnbürokraten immer dreister und größenwahnsinniger, die Tunnel immer größer, immer länger. Der Vorderpfälzische Tunnel im Zuge der Neubaustrecke zwischen Mannheim und Philippsburg soll insgesamt 32 Kilometer betragen. Und alleine der Tunnel von Mannheim bis Limburger Hof hat eine Länge von 17 Kilometern, der längste je in Deutschland gebaute Tunnel.
unterquert Neckar, Rhein und einen Untergrund, der aus einem Cocktail aus chemischen Altlasten, Grundwasser und Weltkriegsbomben besteht. Eine Risikoanalyse für ein solches Projekt unter zwei Großstädten hindurch gibt es nicht. Versuch und Irrtum ist hier offensichtlich das Motto der Bahn. Hier geht es aber um Menschenleben, um die Verseuchung des Grundwassers für die Versorgung der Metropolregionen. Man muss sich fragen, seid ihr wirklich noch ganz bei Trost? Die Bahn weigert sich, konkrete Zahlen zu nennen. Für den Tunnel unter Mannheim-Ludwigshafen können wir aber im Anhalt an vergleichbare Projekte Kosten von 4 Milliarden Euro veranschlagen. 8 Milliarden Euro soll das gesamte Teilstück zwischen Mannheim und Philippsburg kosten. Pannen und Kostensteigerungen können das Projekt zum Steuergrab werden lassen. Stuttgart 21 lässt grüßen, wo statt der veranschlagten 1,5 Milliarden Euro nach aktualisierten Schätzungen nun 11 Milliarden Euro alleine für den Rohbau verbraten werden. Auch dort ist ein Ende noch nicht absehbar. Auch dort ein Fass ohne Boden. Liebe Bahnmanager, liebe politische Verantwortungsträger in Bund, Land und in den Kommunen, vergesst bitte eines nicht. Das Überleben der Menschheit hängt nicht von großkotzigen Megaprojekten, möglichst langen Eisenbahntunnels oder einem dicken Aktienpaket der Vorstandsvorsitzenden der Bahn ab. Es hängt an den 20 oder 30 Zentimetern der obersten Bodenschicht, auf die gelegentlich einige Tropfen Wasser fallen müssen, um das Wachstum der Pflanzen zu ermöglichen, die uns ernähren, die verantwortlich sind für das Wachstum unserer Wälder, die Sauerstoff, Wasser, frische Luft und einen Regenerationsraum spenden. Und bevor wieder das gleiche Argument kommt, ein Tunnel löst dieses Problem, zur Klarstellung, auch ein Tunnelbau vernichtet diese obere Bodenschicht. Und wir sollten uns nicht blenden lassen von den Narrativen, die die Bahn immer wieder auch verbreitet, von schneeweißen, langen Zügen, die durch eine unversehrte grüne Landschaft rasen, von grünem Strom angetrieben werden und glückliche Menschen pünktlich und umsorgt an ihr fernes Reiseziel bringen. Die gleiche Bahn, die bei allen Großprojekten und den Herausforderungen des Alltags auf ganzer Linie versagt hat, plant nun den nächsten Flop. Allein auf Speyerer Gemarkung sollen 3 Natura 2000 Schutzgebiete durchschnitten oder angeschnitten werden. Seltene Tier-, Pflanzen- und Pilzarten verlieren hier auf den typischen Sonderstandorten von sehr trocken bis sehr nass ihren Rückzugsraum. Unsere Erholungsräume, insbesondere für einkommensschwächere Menschen, die sich keine Kurzurlaube per Flugzeug leisten können, nämlich das Binsfeld in der Speyerer Stadtwald, werden durchschnitten und verlärmt und stehen als Rückzugsräume nicht mehr zur Verfügung. Unsere durch Lärm bereits jetzt überproportional belastete Stadt wird durch die unmenschlichen Trassenverläufe teils unmittelbar an den Wohnhäusern entlang weiter belastet. Die Grundstückswerte in den betroffenen Stadtteilen Speyer Nord und Speyer West werden dadurch abfallen, landwirtschaftliche Böden werden verloren gehen und die Bewirtschaftung der Restflächen durch Zerschneidung erschwert. Grundwasserreserven werden durch die umfangreichen Tunnelbaumaßnahmen teilweise angeschnitten und sind durch Verschmutzung gefährdet. Der ökologische Fußabdruck des Vorhabens übertrifft alles, was in der Region in den letzten 50 Jahren stattfand. Tunnels brauchen Beton und Stahl. Der Erdaushub von über 30 Kilometer langen Tunneln muss verfrachtet werden, Material beigeschafft werden und die Anwohner müssen mit einer Baustellendauer von etwa
von mindestens 10 Jahren rechnen, sofern die Baudurchführung ohne Pannen verläuft. Wir stellen uns als Stadtgemeinschaft und als Gemeinschaft der vorderpfälzischen und badischen Anlieger ganz energisch gegen die geplanten Straßenvarianten LR4 und LR6. Wir lassen uns auch nicht von vermeintlichen Entwicklungschancen für unsere Region blenden. Es sind keine Personenbahnhöfe geplant. Die Trasse ist tatsächlich eine reine Transitstrecke, die finanziell, ökologisch und im Hinblick auf das Wohl der Anwohnerinnen und Anwohner höchst riskant ist. Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Natürliche Prozesse finden statt, unabhängig davon, dass wir diese Prozesse kennen, ignorieren oder gar verleugnen. Nach den Gesetzen der Physik kann auch ein Tunnel durch Starkniederschläge geflutet werden, haben wir gerade erlebt beim Eurotunnel. Wasser fließt immer bergab, ob ihr das glaubt oder nicht. Die Produktion von Stahl und Beton ist nicht klimaneutral. Naturgesetze gelten selbstverständlich auch für euch, liebe Bahn. Ja, ich muss die Frage stellen, muss man euch tatsächlich erst solche Naturgesetze beibringen? Seid ihr tatsächlich so unwissend oder noch schlimmer, verleugnet ihr diese Naturgesetze aus Eigennutz oder Gier zulasten der Bevölkerung? Unser Widerstand wird euch begleiten. Wir verfolgen jeden planerischen Schritt, den ihr geht, um diese unmenschliche Trasse weiter voranzutreiben. Viele Fragen bleiben noch offen. Bau- und Normalbetrieb alleine sind schon finanzielle, ökologische und klimatologische Katastrophen. Was aber tun, wenn in den Röhren, ähnlich wie kürzlich im Gotthardtunnel, ein Unfall passiert? Müssen wir uns dann auf Evakuierungen einstellen? Gibt es Notfallpläne? Wohin wandert der Aushub? Wie viele Betonwerke werden an der Strecke gebraucht? Und ist es wirklich zumutbar, dass 20 Meter unter bestehenden Häusern solche Tunnelanlagen errichtet werden? Für wie blöd hält uns die Bahn eigentlich? Und für wie unmündig halten uns manche Politiker, die der Bahn volles Vertrauen schenken, die bisher in jedem Großprojekt eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Schuster, bleib bei deinen Leisten, rufen wir der Bahn zu. Lass die Finger von solchen Prestigeprojekten, investiert besser in den Ausbau bestehender Trassen, reaktiviert stillgelegte Gleisanlagen, investiert in eure Bahnhöfe, in eure Servicequalität, lasst eure Finger weg von bestehenden Siedlungen, unseren Schutzgebieten, von unseren Grundwasserreserven, unseren Erholungsräumen und auch von unseren Steuergeldern. Konzentriert euch auf eure Kernaufgaben, den Transport von Menschen und Gütern von A nach B. Das Motto unserer Veranstaltung heute lautet: Können wir uns DB Großprojekte wirklich leisten? Eine Reihe von prominenten Politikern wird uns heute auf diese Frage Antwort geben. An die Bahnplaner die Botschaft: Ihr habt eure Glaubwürdigkeit und jedes Vertrauen verspielt. Deshalb werdet ihr unseren Widerstand zu spüren bekommen und der Widerstand wird täglich wachsen. Damit ihr das glaubt, rufen wir euch schon jetzt zu. Keine Schwerlasttrasse durch die Vorderpfalz. Vielen Dank. Weiter. Okay. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und liebe Mitstreiter, erstmal ein frohes neues Jahr. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gesundheit. Ich denke, das können wir alle brauchen.
Ich möchte mich ganz am Anfang ganz herzlich bedanken für Ihr Engagement, für Ihr demokratisches Engagement bei jedem Wetter. Heute regnet es ja wenigstens nicht, wie im Oktober war es, glaube ich, wo wir schon mal hier waren. Ich möchte mich bedanken für Ihr fachlich fundiertes Engagement. Ich bin immer wieder beeindruckt, welches Wissen auch in unserer Chatgruppe zusammengetragen wird. Ich möchte mich aber auch ganz besonders bedanken für Ihr zivilisiertes Engagement. Gerade in diesen Tagen, wenn wir sehen, wie Demonstrationen sich teilweise entwickeln, dass Menschen bedrängt werden, dass Wahlkreisbüros beschmiert oder gerade beschädigt werden, dann sind das ausufernde Dinge, die wir nicht zulassen dürfen. Umso herzlicher danke ich Ihnen, umso wichtiger ist es, dass ein demokratisches Engagement auch wirklich zivilisiert gezeigt wird, und das machen Sie. Vielen Dank dafür. Ja, die letzten Wochen und Monate mit Ihren Finanzdiskussionen, aber auch mit den Stellwerksstörungen, mit den Zugausfällen haben aus meiner Sicht vor allem zwei Dinge gezeigt. Erstens, wir brauchen eine bessere Bahn für die Menschen vor Ort und nicht nur Transitstrecken und Großprojekte. So, wir brauchen Wir müssen aber auch mit unseren Haushaltsmitteln sehr gut umgehen, sehr gut haushalten und sie sehr effizient einsetzen. Und deshalb ist das, was wir nicht brauchen, sind Großprojekte, sind gigantonomische Projekte, wie wir es bei Stuttgart 21 erlebt haben mit ihren riesigen Tunnelprojekten, mit seinen riesigen Tunnelbauten, die zu langen Bauzeiten, die Bauzeitsteigerungen, Baukostensteigerungen und vielen Risiken geführt haben. All das können wir uns nicht leisten, weil dies am Ende das Geld, die Mittel, die wirklich auch sehr knapp sind und sehr effizient eingesetzt werden müssen, dann für Verbesserungen, für die vielen notwendigen Verbesserungen im Kleinen dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich habe mich schon im Sommer sowohl in der Presse als auch im Parlament deutlich gegen die linksrheinischen Varianten ausgesprochen, aus den genannten finanziellen Gründen, aus den schon von Volker erwähnten ökologischen Gründen, aber auch aus verkehrlichen Gründen, die uns natürlich im Bundestagsverkehrsausschuss besonders beschäftigen. Die linksrheinischen Varianten würden dazu führen, dass wir nicht nur an Ludwigshafen, sondern auch an Mannheim vorbeifahren würden mit dieser neuen Strecke. An Mannheim Rangierbahnhof, der wichtigste Güterverkehrsbahnhof im Südwesten. Am Mannheimer Hauptbahnhof, dem wichtigsten ICE-Knoten im Südwesten. Und all das können wir nicht gebrauchen, weil wir auch Ausweichstrecken brauchen. Wir brauchen Alternativstrecken. Das merken wir jetzt bei der Riedbahnsperrung zwischen Mannheim und Frankfurt, wenn unsere Ausweichstrecken nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen und wenn darunter der Regionalverkehr leidet. Und das darf nicht sein. Wir brauchen keine Strecken, die nur dem Transitverkehr überregional dienen, sondern wir brauchen auch Strecken, die uns hier vor Ort in der Region und auch als Resilienz, als Ausweichstrecken nutzen. Und deshalb ganz klar eine Strecke ohne Anbindung dieser wichtigen Bahnhöfe für so viel Geld und mit so viel Risiken zeitlich, finanziell, die darf es nicht geben. Klar ist aber auch, wir dürfen nicht nur über den Neubau von Bahnstrecken reden. Wir müssen unser Streckennetz, unser DB-Netz viel, viel besser instand halten, als es in der Vergangenheit, als es bisher der Fall war. Wir sind bisher viel zu sehr auf Verschleiß gefahren und auch deshalb kommen dann solche Diskussionen auf für gigantonomische Neubaustrecken. Was wir jetzt machen mit dem Bundesschienenwegeausbaugesetz, klingt kompliziert, ist es auch. Aber das haben wir in den letzten Wochen verhandelt und das werden wir hoffentlich in den nächsten Wochen, jetzt im Januar, spätestens im Februar, dann auch im Bundestag beschließen. Wir werden einen Paradigmenwechsel schaffen. Bisher war es nicht möglich, dass der Bund auch die Instandhaltung des Netzes fördert. Deshalb wurde ja so viel auf Verschleiß gefahren. Wir werden erstmals ermöglichen, dass auch in den Bestand, in die Instandhaltung unseres Netzes investiert werden kann. Dafür habe ich mich explizit auch in der Verhandlungsrunde mit meinen Kollegen von Grünen und FDP stark gemacht. Und so wird es am Ende auch kommen. Und das wird dann auch das Bestandnetz wieder deutlich verbessern. Ich möchte zum Abschluss kommen, denn die Rednerinnen und Rednerliste ist ja noch lang. Ich darf Ihnen aber zum Abschluss vor allem zwei Dinge noch versichern. Zunächst ist, ist auch immer die Frage, auch bei der letzten Runde hier gestellt worden, was ist mit Ludwigshafen?
Ich spreche hier auch für Ludwigshafen, für die Ludwigshafener SPD als deren verkehrspolitischer Sprecher und habe im Namen meiner Fraktion, meiner Partei, auch in den zuständigen Gremien im Stadtrat in der Stadt Ludwigshafen mich eindeutig gegen die linksrheinischen Varianten ausgesprochen. Das gilt und die Kollegen von den Grünen haben das in Ludwigshafen ja auch getan. Von daher können Sie sicher sein, dass Ludwigshafen genauso wie Speyer, wie Limburger Hof, wie die anderen Gemeinden an der möglichen Trasse wirklich konsequent mit Ihnen gegen diese Trasse steht. Das ist Punkt A. Und Punkt B, am Ende, das muss uns allen klar sein und das muss auch den Planern klar sein, am Ende entscheidet sich der Deutsche Bundestag. Und wenn es so kommen sollte, dass doch eine linksrheinische Variante vorgeschlagen wird, kann ich Ihnen versichern, meine Zustimmung wird dies nicht finden. Aber ich bin zuversichtlich, dass es nicht so weit kommen wird, denn ich glaube, angesichts der genannten Risiken, angesichts der gerade auch ökologischen Nachteile, wird eine solche Variante nicht vorgeschlagen. Auch dafür werde ich mich weiterhin einsetzen. Dafür werden wir uns sicherlich gemeinsam einsetzen. Dafür herzlichen Dank und herzliches Glück auf. Ja, vielen Dank, Christian Schneider. Wir machen zügig weiter. Als nächstes begrüße ich Herrn Johannes Steiniger, der uns allen bekannte Vertreter im Bundestag für unseren Bereich Speyer-Neustadt von der CDU. Sie können direkt ans Mikrofon gehen. Vielen Dank, Johannes Steiniger. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Organisatoren, auch von mir ein gutes neues Jahr für Sie. Und auch ich möchte es nicht versäumen, Ihnen allen zu danken, dass Sie an einem solchen Tag, wo man ja auch einen Glühwein trinken könnte oder einkaufen gehen könnte, dass Sie sich hier versammeln, um hier sehr klar Ihre Auffassung klar zu machen. Aber nicht nur heute, sondern auch in der Vergangenheit. Sie machen das Ganze ehrenamtlich. Sie lesen sich in diese wirklich sehr, sehr komplexe Materie tief ein. Ich selbst weiß aus E-Mail- und Briefverkehren, dass Sie auch sehr gute, aus meiner Sicht, inhaltliche Vorschläge einbringen. Und insofern herzlichen Dank an Sie alle für Ihr Engagement. Der zweite Punkt ist, man muss, glaube ich, ein bisschen sich die Historie anschauen. Und Sie wissen, ich bin hier der Bundestagsabgeordnete für Speyer, fürs Umland, für Neustadt und den Kreis Bad Dürkheim. Und dieses Projekt begleite ich jetzt schon seit Beginn von 2021. In allen 11 Dialogforen, die es seitdem gab, waren wir dabei, entweder ich persönlich oder auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil natürlich klar ist, dass wenn die Variante auf der linksrheinischen Seite ausgewählt würde, dass es hier zu massiven Verwerfungen kommen würde, die Herr Ziesling ja gerade eben auch beschrieben hat. Aber ich möchte schon eins, Herr Ziesling, sagen. Also, wenn wir jetzt hier schon beisammen sind, also ich fand es nicht in Ordnung, dass Sie jetzt einzelne Bahnmitarbeiter jetzt beleidigt haben als arrogante Bahnbürokraten. Auch da gehört es, glaube ich, dazu, dass man einfach ordentlich miteinander umgeht, weil die Bahn nämlich in dem gesamten Bereich der Planung in den letzten 2,5 Jahren ja über 50 Trassenvorschläge insgesamt gemacht hat, die in Teilen so abstrus sind, dass man vorher schon weiß, dass die, obwohl sie mal irgendwann vorgeschlagen worden sind, niemals realisiert werden können. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Eine der Varianten wäre gewesen, also Mannheim, Ludwigshafen, dann über Neustadt, Landau und dann rüber. Das, also da gucke ich auf die Landkarte und mir ist klar, ein solcher Vorschlag kann es nicht sein. So, und jetzt muss man kurz überlegen, warum macht die Bahn das? Warum haben die angefangen mit 50 verschiedenen Varianten, von denen jetzt noch 8 übrig sind, 2 auf unserer Seite, 6 auf der Seite der Kollegen aus Baden-Württemberg. Warum macht die Bahn das? Weil die Bahn natürlich weiß, dass je nachdem, wo die Entscheidung fällt, die Bürger dann vor Ort sich wehren werden. Zu Recht, weil ein solches neues Verkehrsprojekt, ein solcher Neubau natürlich zu Widerstand in der Bevölkerung führt, weil es Einschränkungen hat, weil es Lärm bedeutet, weil es auch Auswirkungen auf den Wert von Gebäudebeständen hat. Also es ist von Anfang an klar, dieses Projekt, wenn es denn dann irgendwann mal in die Planung geht, wird auf jeden Fall beklagt werden von Bürgerinnen und Bürgern. Und dann will die Bahn natürlich, weil sie sich schon sozusagen in 5 oder 10 Jahren vor Gericht sieht, sagen können, ja, lieber Richter, wir haben aber eben nicht nur diese eine Variante, die wir jetzt später ausgewählt haben, geprüft, sondern wir haben insgesamt 50 Varianten geprüft. Wir haben sogar relativ viele Varianten geprüft auf der linksrheinischen Seite. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es gut,
dass auch wir auf der linksrheinischen Seite jetzt laut das Wort erheben. Das ist, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt jetzt genau richtig. Aber Sie können sich mal kurz fragen, warum auf der Badener Seite man sich schon seit anderthalb Jahren wehrt. Weil jeder, der mit gesundem Menschenverstand auf eine Landkarte schaut, sieht, dass eine Strecke mit zwei Tunnels mit insgesamt 20 Kilometer Länge zweimal über den Rhein rüber, wenn ich eigentlich gerade ausfahren könnte von Mannheim nach Karlsruhe, höchst unrealistisch ist. Und es wäre auch falsch. Es wäre finanzpolitisch falsch. Sie wissen, ich bin Mitglied im Finanzausschuss. Es wäre falsch im Sinne von Bürgerinnen und Bürgern hier aus unserer Region. Es wäre falsch im Sinne der Kommunen. Und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass in den Dialogforen diese Argumente eingebracht werden. Ich bin mir recht sicher, dass so wie in den letzten zwei Jahren unsere guten Argumente gegen eine linksrheinische Variante dort auch weiterhin gehört werden. Und zum Abschluss versichere ich Ihnen, genau wie mein Kollege Schreider, sollte es dann doch zu der aus meiner Sicht sehr unrealistischen Variante kommen, dass eine Vorzugsvariante in unserem Bereich ausgewählt wird, dann ist doch klar, wir werden im Deutschen Bundestag uns dann dafür einsetzen, dass das so nicht kommt. Wir werden dem nicht zustimmen, weil, nochmal, wir brauchen eine Politik des gesunden Menschenverstandes. Und der gesunde Menschenverstand, der Blick auf die Karte, zeigt, eine linksrheinische Variante ist absoluter Schwachsinn und sollte so auch nicht realisiert werden. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Johannes Steiniger. Und zügig weiter, als nächstes haben wir von Bündnis 90 Die Grünen Dr. Armin Grau. Herzlich willkommen. Da fahre ich wieder ein bisschen runter. Einfach direkt fliegen. Ja, passt. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Schwerlastrassenbewegte, vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch ein paar Worte heute Morgen oder heute Mittag an Sie richten zu können. Zunächst mal Ihnen allen auch von meiner Seite aus ein gutes neues Jahr, viel Gesundheit, viel Glück in diesen schwierigen Zeiten, die wir alle durchleben. Es sind jetzt schon viele Argumente hier ausgetauscht worden zur Schwerlasttrasse. Ich selber kann sagen, ich bin Gesundheits- und Umweltpolitiker und ich habe eben auch einen gesundheitlichen und umweltpolitischen Blick darauf und ich war jetzt auch viele Jahre kommunalpolitisch hier in der Region aktiv, in der Verbandsgemeinde Rheinauen, in Altrip. Wir haben viele verkehrspolitische Projekte hier gehabt auf der Agenda und deswegen ist mir dieses ganze Thema neben der Gesundheits- und Umweltpolitik auch aus kommunalpolitischer Sicht her ein wichtiges Thema. Auch meinerseits vielen Dank an die Bürgerinitiative David für die kompetente Bearbeitung dieses Themas und vielen Dank für das Engagement, hier heute an so einem Tag so eine Versammlung hier zu organisieren. Es ist so wichtig, dass wir alle unsere demokratischen Rechte und Möglichkeiten nutzen. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr angesichts dieses ganzen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, den wir in unseren Tagen erleben. Also hier vielen Dank für das ganze Engagement und das ganze Ausnutzen unserer Möglichkeiten, die uns die freiheitlich-demokratische Grundordnung ermöglichen. Sie haben das Motto hier gestellt und die Frage gestellt, können wir uns DB-Großprojekte wirklich heutzutage noch leisten? Und ich muss sagen, ich bin gebürtiger Stuttgarter und obwohl ich jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr in der Stadt lebe, habe ich Stuttgart 21 ganz intensiv auch durch Debatten in meiner Familie mitbekommen. Und hier kann man sagen, das ist wirklich ein DB-Großprojekt. Das hat in die falsche Richtung geführt. Das war von Anfang an falsch. Das war zu teuer. Das hat keine gute Nutzen-Kosten-Relation gehabt. Das war riskant und das war ein Versenken von Milliarden. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 11 Milliarden Kosten dort. Das ist ein falsches Projekt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, wir brauchen Großprojekte der Bahn. Und wir müssen auch Vertrauen haben in die Deutsche Bahn, auch wenn sie heute zu Recht auch einiges an verbaler Presse schon erfahren hat. Wir brauchen bestimmte Projekte und wir brauchen eben unter anderem auch diese Schwerlasttrasse. Denn damals schon vor 20 Jahren, als ich in der Debatte in Stuttgart 21 involviert war, da wurde schon gesagt, ja, nehmt doch das Geld und baut endlich diese Strecke aus von Rotterdam runter nach Genua. Die brauchen wir eigentlich wirklich. Und wir Grüne haben immer gesagt, wir müssen mehr Güter auf die Bahn bringen. Das ist der richtige Weg.
Und wir machen das jetzt auch in der Ampel. Wir haben Jahre, Jahrzehnte lang unseren Verkehrsbereich als Verschleiß gefahren. Das betrifft die Gleise, das betrifft die Weichen, das betrifft aber auch im Autobahnbereich die Brücken zum Beispiel. Und wir nehmen jetzt in der Ampelregierung in Berlin viel Geld in die Hand und bauen endlich diese Defizite ab. Unter anderem nehmen wir Gelder von den LKWs, von der LKW-Maut, und die Hälfte der Einnahmen der LKW-Maut geht jetzt in die Bahn, und unter anderem, um hier die alten Projekte endlich aufzuarbeiten, die so viele Jahre liegen geblieben sind. Das ist ein wichtiger Paradigmenwechsel. Sie machen zu Recht darauf aufmerksam, dass diese ganzen Projekte Flächenverbrauch mit sich bringen. Und wir sind hier ein hochverdichteter Raum. Und hier ist jede Fläche ganz wichtig, gut zu überlegen, muss man sie wirklich verbauen. Aber es ist so wichtig, wie ich gerade gesagt habe, wir müssen die Güter auf die Bahn bringen und wir brauchen einfach hier eine Trasse, gar keine Frage. Der andere Punkt, den Sie aufmachen, ist das Thema Lärm. Unter gesundheitlichen Aspekten ist Lärm ein riesen Krankheitsfaktor, überhaupt gar keine Frage. Und alles, was wir tun müssen, ist Lärm für die Menschen, für die Tiere, für die Umwelt möglichst reduzieren. Deswegen darf an Lärmschutzmaßnahmen, egal wo die Trasse am Ende ist, in keinem Falle gespart werden. Herr Steininger hat schon den Punkt richtig gemacht. Wir haben am Anfang angefangen hier mit 50 Trassenverläufen. Und da waren ein paar dabei, die wirkten richtig gehend absurd. Aber der Punkt ist auch gemacht worden. Warum wird das gemacht? Weil die Bahn muss, um Rechtssicherheit hier zu haben, alle Optionen austarieren. Und ist das auch mit diesen linksrheinischen Trassen? Da spricht ganz, ganz viel dagegen. Im Grunde genommen spricht überhaupt nichts dafür. Die Argumente sind schon genannt worden. Wir haben zwei Querungen. Ja? Wir haben ein ewig langes Tunnelstück von Waldhof bis Rhein-Gönnheim runter, das Milliarden kosten würde. Wir haben die Altlasten der Chemie unter Ludwigshafen. Wir wissen gar nicht, was da passieren würde, wenn man graben würde. Und wir haben ganz wichtige Biotope, etwa entlang vom Limburghofener Bruch, wo die Schwerlasttrasse durchgehen würde auf linksrheinischer Seite. Das wäre komplett irrational. Aber die Bahn ist, und da muss ich jetzt eine Lanze für Sie brechen, ist einfach gezwungen, alle Möglichkeiten zu evaluieren. Und ich bin genauso wie meine Vorredner absoluter Meinung, es ist hoch unwahrscheinlich, dass am Ende jemand auf die Idee käme, dieses teure und falsch angelegte Projekt dann linksrheinisch zu machen. Das wäre völlig verkehrt. Und wenn es am Ende doch so käme, dann wäre ich auch einer derjenigen, genauso wie meine Vorredner, die sagen würden, nee, als Bundestagsabgeordneter, dafür werde ich meine Hand nicht heben, das wäre völlig falsch. Ich bin aber optimistisch, dass hier die Rationalität und die Vernunft sich durchsetzen wird, dass wir am Ende einen Prozess haben werden, der die bestmögliche Variante unter allen gesundheitlichen und Lärmschutzaspekten dann auch machen wird. Ich bin der Überzeugung, wir werden die Trasse finden und am Ende die Trasse bauen, die sich wirklich als die beste herausstellt. Und ich bin immer gerne bereit, mit der Bürgerinitiative weiterhin im guten Dialog zu bleiben und bedanke mich nochmal für die Möglichkeit, hier ein paar Worte sagen zu können. Noch einen guten Verlauf der Veranstaltung. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fühle mich hier draußen etwas wohler als unter dem Schirm, sehe ich Sie besser. Erstmal als vierter Redner auch, alles Gute zum neuen Jahr. Glück und Gesundheit, vor allem Gesundheit. Wir blicken auf 2, 3 fürchterliche Jahre zurück. Wenn ich heute vor Ihnen stehen darf, dann tue ich dies, ist gerade gesagt worden, einmal als Ihr direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis, aber zu anderen auch als Mitglied der CDU-Stadtratsfraktion Speyer. Wie wichtig mir diese Angelegenheit heute ist, mögen Sie daran erkennen, dass ich eigentlich über das Wochenende mit meiner Frau verreisen wollte. Das ist das einzige freie Wochenende, was ich in den nächsten 4 Monaten habe. Meine Frau musste damit leben, dass ich heute Morgen bei Ihnen bin und zu Ihnen spreche. Ich begleite dieses Projekt seit nunmehr 2 Jahren. Ganz eng zusammen mit unserem Bundestagsabgeordneten Johannes Steininger. Meine erste Kleinanfrage zu diesem Thema habe ich vor 2 Jahren gestellt. Damals habe ich schon die Landesregierung gebeten, klar Position zu beziehen zu dieser linksrheinisch geplanten Schwerlasttrasse. In dieser kleinen Anfrage bekam ich dann zur Auskunft, das können wir jetzt noch nicht. Das Verfahren läuft ja noch und im Moment geht das nicht.
Ich habe dann im August das Thema im Ausschuss, diese Schwerlaststraße thematisiert, im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, da bin ich Mitglied. Und ich habe die Landesregierung dezidiert gefragt, wie sie denn zu dieser linksrheinischen Schwerlaststraße steht. Und sie haben eingangs gefragt, wie stehen denn unsere Politiker dazu? Die, die Sie heute eingeladen haben, werden allesamt Ihnen sagen, die linksrheinische Schwerlaststraße ist unrealistisch, viel zu teuer, kann nicht gebaut werden. Das erwarte ich eigentlich von unserer gewählten Landesregierung auch. Dass sie klar Position bezieht, dass sie auch klar den Bürgerinnen und Bürgern sagt, dass wir hinter den Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz stehen. Es ist die rheinland-pfälzische Landesregierung wohlgemerkt. Und das haben wir nicht. Ich habe in dem Ausschuss keine konkrete Aussage bekommen von der Verkehrsministerin, dass sie gegen dieses Projekt steht. Sie hat gesagt, wir müssen wiederum abwarten, wie sich das alles realisiert. Ich habe nachgefragt, weil mir die Wirtschaftlichkeit ja am Herzen liegt. Das ist ein Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr. Wir müssen uns alle ehrlich machen. Überall in den Chats konnte ich lesen, dass wohl hier keiner dagegen ist, dass die Güter von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Ich muss oft mit dem Auto nach Mainz fahren, weil der Zug mal wieder nicht fährt und erlebe, dass da ein LKW nach dem anderen fährt. Wenn wir abends auf den Autobahnen unterwegs sind, wir kommen ja auf keinen Parkplatz mehr, weil die Parkplätze übervölkert sind von den LKWs. Also deswegen eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Ich glaube, damit kann jeder leben. Und wir müssen auch erkennen, egal wo diese Trasse gebaut wird, wird es Einschnitte geben in die Natur. Das ist da mehr, da weniger. Da bin ich nicht der Fachmann dazu, da bekenne ich mich auch dazu. Aber wo ich einen Einblick habe, das ist in die Wirtschaft. Und mir kann keiner sagen, dass eine zweimalige Untertunnelung des Rheins finanzierbar ist. Wenn wir an die Länge eines Verfahrens denken, ein Raumordnungsverfahren, ein Planungsverfahren, was das alles an Zeit bedeutet, dann kann doch keiner heute kalkulieren, was am Ende nach 20 oder 30 Jahren bezahlt werden muss. Und das ist der Irrsinn dieser Veranstaltung. Der Irrsinn zu glauben, wir können eine zweimalige Untertunnelung finanzieren. Deswegen habe ich ganz klar in dem Ausschuss dafür plädiert, Stellung zu beziehen. Leider ist das bis heute nicht erfolgt. Sie können das, wenn Sie wollen, im Protokoll dieses Ausschusses nachlesen. Ich jedenfalls als Ihr direkt gewählter Abgeordneter, aber das sage ich auch für die CDU-Stadtratsfraktion, wir sind nicht für diese linksrheinische Trasse und werden mit Ihnen zusammen vehement dagegen vorgehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Michael Wagner. Okay, dann bitte ich als nächstes den Patrick Kunz von Freien Wähler ans Mikrofon. Handmikrofon oder direkt ein Mikrofon? Dann machen wir doch so weiter. Vielen Dank und guten Tag, Speyer. Vom Parkplatzchaos rein ins Güterverkehrchaos würde ich gerne sagen. Und ich kann mich den Worten von Herrn Steininger weitgehend auch anschließen, was... Das geht wieder, prima. Was die Rechtsbefindung betrifft, auch ich begleite dieses Thema seit einigen Jahren und ich kann sagen, die Initiative wirkt. Warum wirkt sie? Nicht nur, weil sie laut sind, weil sie sich vernetzen und aktiv sind, sondern weil das Thema endlich im Landtag angekommen ist. Warum sagt das mit solcher Inbrunst? So. So. Dann machen wir das so. Naja, die technischen Probleme nicht nur bei der Bahn, sondern auch hier heute auf dem Platz. Was soll's? Also, das Thema ist endlich im Landtag angekommen. Und auch ich habe das Thema letztes Jahr durch die Initiative tiefgründig kennengelernt. Und ich muss Ihnen sagen, die Landesregierung weiß es jetzt auch. Nicht nur durch den Einsatz von Michael Wagner. Nein, im Mobilitätsausschuss ist es uns gelungen, dass fortan in diesem Ausschuss über das Güterverkehrsausbauprojekt der Bahn berichtet wird. Das war jahrelang nicht so gewesen. Da haben wir einen deutlichen Erfolg erzielt. Und der Erfolg ist der Initiative zu verdanken, die sich vehement mit diesem Thema befasst und auch weiterhin einsetzt.
größte Bitte, die ich als Politiker an der Stelle leisten kann an Sie, ist, bleiben Sie am Ball, seien Sie laut und machen Sie weiterhin auf dieses Thema aufmerksam. Denn wenn es in einen Rechtsstreit geht, ist es wichtig und richtig, dass man kontinuierlich über dieses Projekt berichtet, begleitet und sich mit einem deutlichen Nein zur linksrheinischen Ausbauvariante auch äußert. Und ich bin da voll und ganz auf Ihrer Seite. Steuermittel werden ohnehin schon weitgehend verschleudert und dann muss man das für so ein Bahnprojekt nicht zusätzlich tun, wenn man sowieso in Mannheim den Bahnhof anfahren möchte. Ich sage Nein zur linksrheinischen Variante und ich werde mich zu diesem Thema für Sie im Landtag im zutreffenden Ausschuss auch weiterhin einsetzen, damit die Ministerin dementsprechend in die Berichtspflicht kommt und uns berichten kann, wie es weitergeht. Denn, meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass wir als Ihre Landesvertreter nicht von diesem Thema durch unsere Landesregierung erfahren und im Dunkeln laufen. Ich wünsche der Initiative an dieser Stelle viel Glück und gutes Gelingen. Sie haben die ersten Erfolge erzielt, Sie haben sich vernetzt, Sie sind Präsenz, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch hier auf dem Platz. Bleiben Sie am Ball, füttern Sie mich mit Informationen, damit ich mich für Sie im Landtag auch weiterhin einsetzen kann. Gutes Gelingen Ihnen allen. Man quasi bläst. Und deswegen hole ich auf die Bühne bitte den Philipp Brandenburger von der SPD. Er macht den Anfang. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir. Erstmal noch ein frohes neues Jahr und auf ein gesundes und zufriedenes Jahr 2024. Mein Name ist Philipp Brandenburger. Ich stehe hier als Vertreter des Stadtrats und als Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat Speyer. Auch wir hier vor Ort beschäftigen uns schon lange mit der Schwerlasttrasse und auch mit anderen Projekten und Vorhaben der Bahn. Wir sind ganz klar, es ist schon gesagt worden, für den Ausbau der Schiene. Sie werden hier heute wahrscheinlich nicht viel anderes hören und auch für eine Verlagerung von Güterverkehren und auch Personenverkehren hin auf die Bahn. Es ist ganz klar, die LKWs, die im Moment unterwegs sind auf überlasteten Autobahnen, das ist kein Weg für die Zukunft. Deshalb brauchen wir einen Ausbau der Bahn und auch entsprechend der zugehörigen Trassen. Aber er muss richtig und vernünftig gemacht sein. Und bei den verschiedenen Varianten, 8 sind es im Moment noch, die 2 vorderpfälzischen sollten nicht die Favoriten sein, wenn man sich die ganzen Begleitumstände anschaut. Von den 8 Varianten sind nämlich 2 eben mit großen Querungen über den Rhein beziehungsweise mit großen Tunneln unter dem Rhein verbunden. Und vor allem der schon genannte Abschnitt LR4, also linksrheinisch 4, würde mitten durch Speyer hindurchgehen und uns weiter massiv belasten. Auch Landschaftsschutzgebiete in und um Speyer sind betroffen. Wir sind als Speyerinnen und Speyerer, um den Akzent zu setzen, nicht nur von der Gütertrasse betroffen, sondern jetzt auch schon von anderen Bahnvorhaben. Die S-Bahn Rhein-Neckar ist ein großer Segen, aber auch hier muss der Ausbau und die weiteren Vorhaben strategisch richtig gedacht sein. Es ist gut, dass wir den 2. S-Bahn-Haltepunkt bekommen haben. Wäre aber falsch, zusätzlich die Verkehre zu erhöhen mit einem 3. S-Bahn-Haltepunkt in Speyer Süd. Schon jetzt haben wir massive Schließzeiten, zum Beispiel am Bahnübergang Schützenstraße, was jeden und jede, die hindurch möchte, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV, mit unserem neuen Busnetz, einschränken würde. Das liegt zum Teil an neuen Sicherheitsvorschriften, an neuer Bahntechnik und ein Ausbau der Gütertrasse würde dieses Problem noch mal weiter verschlimmern. Ein Ausbau des S-Bahn-Haltepunkt Süd würde 1 Stunde 15 bis 1 Stunde 30 zusätzliche Schließzeiten pro Tag bringen. Und das an der Ecke in Speyer, die jetzt schon verkehrlich massiv belastet ist, wo ein Krankenhaus nebendran ist, was entsprechend schnell angeliefert sein muss und was weiter zu einem Verkehrskollaps führen würde in der Stadt. Die Trasse auch, die Gütertrasse würde entsprechend natürlich das Problem an anderer Stelle verschärfen, sei es im Biensfeld mit den Landschaftsschutzgebieten, beziehungsweise auch in Konflikt mit der S-Bahn gehen im Bereich Nordwest. Ich bin auf dem Weg hierhin durch die Hauptstraße gekommen und habe Plakate gesehen, beziehungsweise wurde auch angesprochen mit den Plakaten. Und ich finde, die Plakate, die wir heute haben, die fassen es ganz gut zusammen. Es ist ein verkehrspolitischer Wahnsinn, die Planung genau so durchzuziehen mit LR4 und LR6-Varianten mit diesen großen Tunneln.
aber es ist kein Wahnsinn, grundsätzlich zu schauen, wie wir vernünftig, strategisch sinnvoll die Bahn ausbauen können. Deshalb nochmal der Appell, lasst uns die Bahn gemeinsam ausbauen, lasst uns aber weiter kritisch dieses Projekt begleiten. Vielen Dank an die BI David noch für die Organisation heute und für die Möglichkeit, dass wir auch hier aus dem Stadtrat sich an die Bürgerinnen und Bürger wenden können. Vielen Dank. Vielen Dank auch von unserer Seite. Wir machen direkt weiter vom Bündnis 90 Die Grünen, Johanna Heller. Aber mach genug Abstand. Genug Abstand, du bist doch die ganze Zeit ganz nah dran. Ja, hab dich beobachtet. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, mein Name ist Hanna Heller, hier Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen hier in Speyer im Speyerer Stadtrat. Liebe Speyerinnen und Speyerer, kann man sagen, aber ich freue mich auch total, dass Menschen hier aus Dudenhofen, aus Limburger Hof, aus Römerberg, aus Odderstadt, Waldsee, habe ich was vergessen, Neuhofen. Ich finde, das ist ein tolles Beispiel für eine interkommunale Zusammenarbeit, für ja, demokratische Partizipation. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie dieses Recht in Anspruch nehmen und unsere Demokratie gestalten, lebendig halten und ja, ein gemeinsamer Widerstand verbindet auch. Und darüber freue ich mich sehr und bedanke mich erstmal, dass Sie sich hier auf den Weg gemacht haben und hier Widerstand leisten und Demokratie mit Leben füllen. Vielen Dank an Sie alle. So, jetzt habe ich auch ein paar Punkte vorbereitet. Vieles wurde schon gesagt. Ich will zwei Punkte nochmal hervorheben. Das eine ist, dass es ja insgesamt eine Peinlichkeit ist der Deutschen Bahn, weswegen wir hier zusammengekommen sind. Ne? Es geht um 1500 Kilometer zwischen Genua und Rotterdam, Gütertrasse, von denen die meisten schon fertiggestellt sind. Also die Schweiz hat vor 2 Jahren ihre 3 Tunnel durch die Alpen durch fertiggestellt. Italien ist auch schon soweit und nur Deutschland fehlt. Und Projektabschluss soll 2041 sein. Also wir sind irgendwie 20 Jahre hinterher, mal wieder. Und das ist einfach irgendwie nur peinlich für uns, aber auch vor allem für die Deutsche Bahn und die Politik, die das zu verantworten hat. Ich würde mir wünschen, dass wir schon eine Gütertrasse haben. Ich würde mir wünschen, dass wir viele Waren und Güter auf der Schiene transportieren können, statt in den LKWs, wurde auch schon gesagt. Ich würde mir wünschen, dass wir einen funktionierenden Personenverkehr auch dadurch bekommen, dass eben Güterverkehr und Personenverkehr auf 2 verschiedenen Gleisen fahren können. Aber das alles ist noch nicht passiert. Insgesamt bin ich also der Meinung, es ist nötig, diese Strecke auszubauen. Die Frage ist nur wie. Und hier haben wir schon gehört, die linksrheinischen Varianten sind Quatsch, sind wirtschaftlich Quatsch, sind vom Naturschutz her Quatsch. Es braucht wahnsinnig viel Ressourcen, um diese Tunnel zu bauen. Völliger Schwachsinn und ich finde es sehr, sehr gut, dass dieser Widerstand organisiert wird. Vielen Dank nochmal an Sie. Genau, man kann also nur hoffen, dass irgendwie diese Kalkulation der Bahn dazu führt, dass die linksrheinischen Varianten rausfallen. Nur hoffen allein reicht wahrscheinlich nicht. Deshalb haben wir auch im Speyerer Stadtrat eine Resolution angestoßen mit den anderen Parteien zusammen, die hoffentlich im Februar verabschiedet wird. Hier auch nochmal die Erinnerung, dass fleißig daran gearbeitet wird, an meine Kolleginnen und Kollegen, dass wir die gemeinsam im Februar verabschieden können, um auch hier ein klares Zeichen an die Landesregierung zu schicken, an die Deutsche Bahn zu schicken, an unsere Vertreterin im Aufsichtsrat zu schicken der Deutschen Bahn und zu sagen, nein, wir hier vor Ort sind dagegen. Wir wollen nicht, dass Ressourcen, Geld verschwendet wird, dass Menschen zusätzlich mit Lärm belastet ist, wo es bessere Möglichkeiten und Varianten gäbe. Insofern, genau, werden wir diese Resolution verabschieden und uns hier nochmal klar positionieren als Stadtrat. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr. Verteidigen Sie unsere Demokratie, so wie Sie es jetzt gerade tun und lassen Sie uns respektvoll miteinander um die besten Lösungen ringen, um diese Transformation, die es braucht, um innerhalb unserer planetaren Grenzen gut zusammenleben zu können, schützen zu können und hier gut demokratisch miteinander leben zu können. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. So, als nächstes bitte ich auf die Bühne für Unabhängig für Speyer, UFS, Rosmarie Keller-Mehlen. Symbolisch, heute ist ja das Fest der Heiligen Drei Könige
Sternkundige, die einer bestimmten naturwissenschaftlichen Beobachtung gefolgt sind. Auch der Leonardo da Vinci hat, das italienische Universalgenie, hat das Bild aufgegriffen von einem Stern und uns aufgefordert, binde deinen Karren an einen Stern. Da stellt sich doch gleich die Frage, was ist unser Stern? Welche Erkenntnisse liegen der Bewertung, unserer Bewertung im Hinblick auf die mögliche Schwerlastkrasse zugrunde? Wir haben jetzt schon viele Argumente gehört, die ich gar nicht mehr wiederholen muss. Ich kann sagen, wir als Fraktion Unabhängig für Speyer, wir anerkennen die große Bedeutung, die die Schwerlast, die die Transitstrecke und die Trasse zwischen Rotterdam und Genua auch besonders für den Wirtschaftsstandort Deutschland besitzt. Aber wir bestehen darauf, dass auch die Interessen der Region, der Stadt hier mit Berücksichtigung finden. Die alleine auf der Gemarkung Speyer wurde ja schon berichtet, was es auch für Konsequenzen trägt. Als Stadträtin in Speyer liegt hier auch mein Augenmerk und die naturrechtlichen bzw. die ökologischen und wirtschaftlichen Konsequenzen, die es für Speyer hat, die sind ja nochmal unter einem besonderen Gesichtspunkt für uns wichtig, denn Speyer besitzt eine kleine Gemarkung. Wir haben wenig verbleibende Flächen und auf diese sind wir angewiesen, um die städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten für Speyer überhaupt voranzubringen. Wir haben Verantwortung für die Stadt und für die Menschen hier, um unsere Entwicklungsmöglichkeiten auch zu wahren. Seit Jahren arbeiten wir auf eine nachhaltige Stadt- und Gewerbeentwicklung im Bereich der ehemaligen Kurpfalzkaserne im Norden der Stadt hin. Diese würde unterbunden durch die linksrheinischen Varianten, durch die Trassenführung LR4 und LR6. Der ökologische Fußabdruck, den die linksrheinischen Trassen beinhalten, ist von so großem Ausmaß, dass sich die Frage stellt, in welchem Verhältnis das gute Anliegen, die Güter auf die Schiene zu bringen und die Abwägung der linksrheinischen Trassen überhaupt im Zusammenhang stehen. Es macht ja keinen Sinn, hier so viel ökologischen Fußabdruck zu verursachen, den wir nachher in jahrzehntelangem Bemühen wieder einsparen müssen. Kürzlich besuchte der renommierte Wissenschaftler, der Professor Schellnhuber, Sie kennen ihn vielleicht, ehemaliger Leiter des Klimawandelfolgeninstituts in Potsdam und Mitglied des Päpstlichen Rates der Akademie der Wissenschaften, war hier in Speyer und wies nochmal auf die dringenden Veränderungen hin, gerade im Hinblick auf die Bauwende und die Tunnelbauweise mit dieser langen Untertunnelung ist gerade ein Sektor, der überproportional, der grandiose Mengen von CO2-Emissionen beinhalten würde. Und es wäre die Frage, in welchem Verhältnis das steht zu dem Nutzen, den das Unternehmen bringt. Es gibt natürlich auch Stellungspositionen von Gutachtern, die im Tunnelbau tätig sind. Jemand aus meinem Freundeskreis ist selber hier auch tätig. Die bestätigen natürlich, dass es rein technisch diese Tunnellösung möglich wäre. Aber wir plädieren dafür, anstelle der 8 Milliarden Mehrkosten, die die linksrheinischen Varianten beinhalten würden, die bestehenden Korridore zu sanieren, stillgelegte Strecken zu aktivieren, Gleisanschlüsse zu reaktivieren, die Güterbahnhöfe anzubinden und auf klimafreundlichen Ersatz der Dieselfahrzeuge umzusteigen. Die linksrheinischen Varianten mit ihrer Tunnellösung sind technisch sicher umsetzbar, doch nicht alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll. Als Fraktion Unabhängig für Speyer lehnen wir die linksrheinischen Trassen ab. Unser Stern, von dem wir uns geleitet wissen werden wollen, heißt Vernunft. Zum Wohl der Menschen und der Natur. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ups, jetzt sind wir wieder lauter. Okay, an dieser Stelle hätten wir jetzt den Floris Wittner von der Linken gehabt. Der musste uns aber krankheitsbedingt leider absagen, sodass wir aus dem Stadtrat das Schlupf der Stadträte von den Freien Wählern weitergeben. Daran oder daran? Ja, meine Damen und Herren, Klaus Ableiter von den Freien Wählern, ich bin Stadtrat Speyer und Vorsitzender der Freien Wähler. Zunächst mal vielen Dank Ihnen allen.
die es so lange ausgehalten haben, so wie ich wahrscheinlich eiskalte Füße haben, dass sie diese Mühe trotz dieser Umstände und die Zeit auf sich genommen haben. In Ergänzung zu all dem Guten, was gesagt wird, folgendes. Der Johannes Steininger hat gesagt, ja, man darf den Leuten der Bahn keinen Vorwurf machen, wenn sie auch solche merkwürdigen Alternativen prüfen. Aber wir müssen den Politikern von oben, vom Bund, den Vorwurf machen, dass Bahnbeamte überhaupt auf die Idee kommen, solche Varianten zu prüfen. Wir haben seit fast 30 Jahren als Deutschland die Verpflichtung übernommen, in dieser Hauptachse, europäischen Verkehrshauptachse, der die Rheinebene ist, schon immer war mit dem Rhein im Mittelalter und mit den Eisenbahnen und Autobahnen die ganze Zeit war und deswegen auch für einen gewissen Wohlstand hier sorgt, dass wir die Schwerlastgütertrasse ausbauen. Und Deutschland hat diesen Verpflichtungen nicht Genüge getan und müsste jetzt, die Vorrednerin hat gesagt, nachdem Schweiz 3 Tunnel gebaut hat für Milliarden durch die Alpen, ach, die Italiener, die man eine Zeit lang verspottet hat, 20 Jahre später fertig geworden sind, aber fertig sind, endlich auch die Leistung in Deutschland bringen. Und dann müssten die Bundestagsabgeordneten und der Bundesverkehrsminister dafür sorgen, dass man nicht nochmal 10 Jahre plant, 20 Jahre prozessiert und 30 Jahre baut, sondern dass man von vornherein eine Alternative umsetzt, plant und umsetzt, die vernünftig, realistisch und wirtschaftlich ist und vor allem auch die internationalen Verpflichtungen Deutschlands, das zu tun, endlich erfüllt. Was wir im Moment haben, ist eine Verzögerungs- und Verhinderungsplanung, statt den Willen, wirklich etwas für die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Autobahn auf die Schiene zu tun. Wir hatten in Deutschland mal, wer sich damit beschäftigt hat, das leistungsfähigste Schienennetz auf der ganzen Welt mit den pünktlichsten Zügen, nach denen man die Uhr stellen konnte und Fahrzeiten teilweise schon im Zeitalter der Dampfeisenbahn zwischen Berlin und Hamburg, die jetzt kaum von den ICE erreicht werden. Und es hat einen Prozess der Zerstörung dieser Bahn gegeben und da ist nicht die Bahn schuld, das waren politische Entscheidungen und es gilt jetzt zumindest ihre grundlegende Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Und dafür gehört auch, wenn wir auf der 61 nicht eine Art Zug aus LKW haben wollen, jeder einen eigenen Dieselmotor, wo dann wirklich, das hat der Kollege der CDU richtig gesagt, zu bestimmten Zeiten ein LKW hinter dem anderen ist, die auch in Speyer vorbeifahren und Diesel ausstoßen. Und dann muss endlich mal das Gesetz so geregelt werden, dass es wieder ganz normal und klar ist, wenn ich eine Strecke zwischen Mannheim und Karlsruhe baue, dann schaue ich einfach, was gibt es da für Strecken von Mannheim nach Karlsruhe, und zwar die kürzesten Wege. Und dann schaue ich noch, weil es doch Lärm macht, wie komme ich da mit Abstand zwischen den Städten und Dörfern vorbei. Und dort, wo ich in der Nähe bin und kann es nicht vermeiden, mache ich wie die Schweiz und Österreich richtig gute Lärmschutzwände, damit die Gesundheit der Menschen eben nicht beeinträchtigt wird. Und das setze ich dann um. Überhaupt auf die Idee zu kommen, Milliarden auszugeben für die Unterquerung der Doppelgroßstädte Ludwigshafen und Mannheim, an Trassen zu denken, die beiden Hauptbahnhöfe, und da wir ja jetzt von Güterverkehr reden, die gesagt wurde, der größte Rangierbahnhof für Güter, der in Mannheim ist, nicht anzubinden, denn in Karlsruhe nicht richtig anzubinden, das ist krank. Und wenn die Bahn, um nicht Prozessrisiko einzugehen, Varianten prüfen muss, die verrückt sind, dann stimmt das Planungsrecht nicht, denn die Gerichte orientieren sich bei ihrer Rechtsprechung am Recht. Und wenn das wieder so lautet, dass wirtschaftliche Strecken gerade Strecken zu bauen sind, dann ist es einfach so zu machen und dann haben wir da auch eine Lösung. Und nochmal, die Bürgerinitiative hat sich ja auch konkret für Varianten ausgesprochen und es ist einfach, ich verbinde die beiden zu verknüpfenden Standorte auf einen direkten Wege, nehmen bei der Trasse in erster Linie dann noch Rücksicht auf die Menschen, indem ich Abstand dazu halte. Und dann noch ein Satz zum Bündelungsgebot, weil die Bahn ja sagt, wir bündeln
die Strecke mit der B9 oder mit der A61, wenn es die Variante über das Binsfeld wäre. Das Bündelungsgebot im Planungsrecht kommt daher, dass an den meisten Stellen die Autobahnen und andere Bahnstrecken eben zwischen die Langstrecken, zwischen den Orten geführt werden, sodass, wenn man eine neue baut, es sinnvoll ist, sich daran zu orientieren und nicht noch mehr Landschaft zu zerschneiden. Wenn aber wie in Speyer eine Autobahn durch die Stadt geht oder wie die B9 direkt an der Stadt vorbeiführt, dann ist natürlich der Sinn des Bündelungsgebots verletzt, dass ich eine Beeinträchtigung noch verstärke, sondern selbstverständlich ist in diesem Fall eine Variante zu wählen, die zwischen den Orten durchgeht. Kurz gesagt, damit Deutschland endlich seine Verpflichtungen erfüllt, international beizutragen, dass der Verkehr umweltfreundlicher und klimaneutral wird. Damit wir von diesen gewaltigen Tausenden von Lkw-Fahrten, die man sinnvoll verlagern kann, befreit werden. Damit die Bahn endlich wieder auf ein wirtschaftliches, gerades Gleis gilt, haben die Politiker dafür zu sorgen, dass die Varianten für dieses Projekt wirtschaftlich und umweltverträglich sind. Und das sind die Linien über den Rhein und wieder zurück über den Rhein und mit 19 Kilometer langen Tunnel nicht. Und wir können, uns auch nicht darauf verlassen, wie einige Rednerinnen gedeutet haben, dass wahnsinnige Lösungen nicht gewählt werden. Stuttgart 21. Da hat im Jahr 2011 der Thomas Mayer, Chefvolkswirt des höchstkapitalistischen Unternehmens Deutsche Bank, eine Studie vorgelegt, dass für die damalige Kostenschätzung die wichtigsten Engpässe der Deutschen Bahn und die schlimmsten verwahrlosten Strecken renoviert werden könnten. Und man hat dieses Geld statt für den Bestand für ein Wahnsinnsprojekt gesetzt, und der redet da nicht von der Schnellbahnstrecke Stuttgart-Ulm, sondern von Stuttgart 21, dem Ersetzen eines funktionierenden Kopfbahnhofs durch ein Irrsinnsprojekt, wo wir inzwischen bei 11 Milliarden stehen. Das ist mehr wie das Dreifache, wie das, was damals der Volkswirt bei seiner Vergleichsrechnung zugrunde gelegt hat. Es gibt keine Sicherheit, dass es nicht zum Wahnsinn kommt, und deswegen ist gut, dass wir besorgt sind und hier stehen und die Politiker daran erinnern: Kehrt zurück zur Vernunft, kehrt zurück zur Umweltfreundlichkeit, zur Wirtschaftlichkeit. In diesem Sinne, lassen Sie uns weiter streiten und das durchsetzen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Sachleiter. So, an dieser Stelle hätten wir noch den Herrn Bürgermeister Ponier von Limburger Hof gehabt, der aber ein Lieben groß ausrichten lässt. Kalte Gesundheit muss geschont werden. Für die hier, glaube ich, gerade Power. Dementsprechend haben wir unseren obligatorischen Schlussgegner, unseren Axel Ilfert. Axel, enter die Bühne. Hallo, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, guten Tag, gutes neues Jahr für alle, ein friedliches und ein widerstandsfähiges gutes neues Jahr. Als Gewerkschaften, als Stadtverband Speyer des DGB können wir und dürfen wir nicht ruhig dazu sein. Wir werden Widerstand anmelden gegen die linksrheinische Trasse, auf jeden Fall. Kolleginnen, Kollegen, unbestritten ist es, dass die Gewerkschaften für die Verkehrswende auf die Bahn setzen. So kann es nicht weitergehen. Allein Speyer erstickt immer mehr im Verkehr und Lkw-Verkehr. Deswegen treten wir ein, dass eine ökologische Verbesserung dringend angesagt ist. Wir sind aber auch klar gegen Entscheidungen von Konzernen und politischen Lobbyvertretern, die einfach über die Köpfe und die Interessen von Menschen und Umwelt und Regionen entscheiden und sich einen Dreck drum kümmern, überhaupt auf Rücksicht zu nehmen. Ohne Rücksicht auf Schäden und Folgen und ohne Kommunikation jegliche mit den zuständigen Stellen und Bereichen. Auch innerhalb der Gewerkschaften ist diskutiert worden, mit Betriebsräten, mit Personalräten, insbesondere auch mit Kolleginnen und Kollegen der Bahn, wie hier die Trassen zu laufen sind.
Es gibt immer widersprüchliche Meinungen, aber generell heißt es Nein, Widerstand dagegen. Kolleginnen und Kollegen, es ist kein Akt für die Demokratie, wenn in diesem Wahnsinn Umweltzerstörung, Lärmschäden und Milliarden Steuergeldern verbreddert werden. Stattdessen sollte man lieber die total vergammelte Infrastruktur der Bahn, die Netze, die Strecken und vor allem die Zugausfälle verbessern und verändern. Und mehr Personal, Fachpersonal und auch entsprechend die Leute einstellen und anständig bezahlen. Entgegen mancher lieben Mitbürger sind wir keine Rückbremsen, die für die Postkutsche oder sonst wie fürs Dampfrohr plädieren. Aber das Millionengrab oder Milliardengrab 21 Stuttgart und andere Wahnsinnsprojekte sind Symbole für uns als eine profitgierige, abgehobene Konzernstrategie und deren Lobbyvertreter. Kolleginnen und Kollegen, ich erinnere euch an den Herrn Scheuer. Dieser Knabe sitzt grinsend im Bundestag und ihm ist es scheißegal, was mit diesen 243 Millionen Euro geschieht. Im Gegenteil, sind versenkt und man hätte das auch für die Pflege, für Bildung und für anderes für unser Land verwenden können. Aber es erfolgt keine Bestrafung. Und hier, Kolleginnen und Kollegen, sehe ich auch ein großes Manko für unsere Demokratie. Denn AfD und alle rechtsextreme Gesindel reibt sich darüber die Hände und grinsen. Und das kann es nicht sein. Die Entscheider dieser Taten, die leben nämlich auch nicht an den Gütertrassen, die geplant sind. Die leben nicht an irgendwelchen belebten Verkehrsstrecken. Die haben ihre Immobilien und ihre Rückzugsgebiete ganz woanders. Und das kann es nicht sein. Wenn hier kein Widerstand stattfindet, dann ist das verloren. Und deswegen sagen wir Nein, auf keinen Fall. Und wenn Bundestagsabgeordnete für diese rücksichtslosen Profitinteressen eines Bahnkonzerns stimmen und in den Etagen die Champagnergläser erklingen, dann ist es zu spät für unsere Demokratie. Das ist nämlich aktive Demokratie, die auf der Straße gemacht wird. Kolleginnen und Kollegen, es geht um unsere Gemeinsamkeit, es geht um unsere Kinder und es geht um unser Land. Ich danke euch. Ich danke auch. So, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich bei all denen, die trotz dieser Temperaturen noch da sind. Zum Glück gibt es da drüben noch den da gibt es Glühwein oder sonstige warme Getränke. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass die Bürgerinitiative auch weiterhin Aktionen machen wird. Als nächstes ist am 24. Februar ein Aktionstag des ABBD. Das ist dieses Bündnis, wo alle Bürgerinitiativen zum Thema Bahn verbündet sind. Das heißt, in ganz Deutschland wird es Aktionen geben und auch wir haben was geplant. Was genau und wie wird rechtzeitig Bescheid gegeben. Aber schon mal eintragen, 2024, der war gut. Wer noch nicht unterschrieben hat auf unseren Unterschriftenlisten, kann dies gerne noch bei uns am Pavillon machen. Ansonsten möchte ich diese Veranstaltung für beendet erklären. Vielen Dank.